Wir starten im Vierfüßlerstand. Dann geht ein Bein nach hinten. Du kannst den vom aufgestellten Bein den Fuß entweder so aufstellen oder den Fußrücken ablegen. Ganz egal, wo du dich besser fühlst. Ja? Dann geht der gegenüberliegende Arm und du ziehst dich lang. Und ich möchte Länge sehen. Der Finger zeigt nach oben zur Decke. Und dann machst du dich rund und ziehst Ellbogen und Knie zwischen dem Bauchnabel zum Bauchnabel zusammen. Dann wieder Länge und zusammenrollen. Hier gebe ich kein Tempo vor. Das machst du in deinem Tempo jetzt auf der gleichen Seite während 30 Sekunden hintereinander, bis ich sage, dass du wechseln kannst. Dann abstellen, Seitenwechsel. Jetzt geht das andere Bein nach hinten raus und der gegenüberliegende Arm und du ziehst dich rund. Klein und rund und Länge. Klein und rund, Länge. Während 30 Sekunden. Du bleibst im Vierfüßlerstand. Wichtig jetzt. Du behältst deine natürliche Form der Wirbelsäule, so wie sie jetzt ist. Schulterblätter weg von den Ohren, Achseln geschlossen. Zehen in den Boden schieben. Jetzt möchte ich, du betonierst den ganzen Körper ein. Und dann machst du Folgendes. Herschauen. Heben, heben, senken, senken. Heben, heben, senken. Und bevor du hebst, machst du alles anspannen. Was ich nicht sehen will, ist sowas. Die Wirbelsäule ist fixiert, okay? Ready? Fixation, Wirbelsäule. Du bist einbetoniert im ganzen Körper und drückst dich hoch. Hoch und ab und ab. Hoch. Eine entscheidende Übung. Roll dich dazu einfach mit in Rückenlage. Wie gehen wir rückensicher in Rückenlage? Indem wir uns einfach immer an einer Kniekehle festhalten. Dann kannst du wirklich hier ganz rückensicher dich in Rückenlage begeben. Du musst mich dafür gar nicht sehen, nur ganz gut zuhören. Das heißt, du stellst jetzt deine Fersen mal einfach auf. Du greifst jetzt mit deinen Händen auf die Vorderseite von deinem Bauch. Du gehst mit den Fingerspitzen auf den Bauchbereich zwischen Bauchnabel und Schambein, also zwischen Bauchnabel und Genitalien. Dort setzt jetzt deine Fingerspitzen auf den unteren Bauchbereich knapp über dem Schambein auf und drückst da so rein. Lässt deine Bauchmuskeln noch völlig locker. Okay? Und jetzt möchte ich mal, dass du hustest. Okay, dann merkst du eh schon, was passiert. Die Bauchmuskeln sind aktiv. Wie erreichen wir das jetzt, eine gute Bauchspannung aufzubauen, ohne zu husten? Stell dir mal vor, du schiebst dein Schambein und dein Steißbein zusammen Richtung Wirbelsäule. Stell dir vor, du schiebst deine Beckenknochen links und rechts Richtung Körpermitte zusammen mit Bauchkraft. Und du wirst wahrscheinlich merken, dass jetzt deine Bauchdecke dort, wo die Finger sind, fest wird. Das müsste jetzt fest werden, okay? Sehr gut. Jetzt stell dir vor, dein Beckenboden ist wie ein Korb aus Muskulatur. Dieser Korb trägt deine Organe. Die hängen da so drin, ja? Diesen Korb ziehst du jetzt mit Gedanken, Muskulaturkraft von unten nach oben an der Wirbelsäule entlang. Und dadurch aktivierst du noch mehr tief liegende Bauchmuskeln. Und das am besten ohne die Luft anzuhalten. Einfach weiter atmen. Wenn jemand das gar nicht hinkriegt und keine Veränderung merkt, bitte Hand heben. Okay, das funktioniert bei allen. Wunderbar. Jetzt hast du deine tief liegenden Bauchmuskelschichten aktiviert. Jetzt möchte ich, dass du noch die oberflächlichen aktivierst, also die, die wir wirklich von außen greifen können. Indem du jetzt vorstellst, ich würde jetzt vorbeikommen und dir in den Bauch boxen. Das würdest du tun, dann würdest du alles anspannen, okay? Also, ich möchte, dass du jetzt einmal so ein machst und alles anspannst. Alles anspannst. Die Vorderseite wird bretthart. Die Vorderseite wird bretthart. Bretthart, ja oder ja? Richtig fest, okay? Und du drückst aber nicht deinen Rücken in den Boden hinein, nein, sondern dein Rücken behält die natürliche Form und du spannst nur die Vorderseite an. Ich möchte ein paar Gesichtsentgleisungen sehen. Genau. Gut. Und wenn du das hast,
Dann löst du jetzt die Hände und hältst die Spannung. Nimm deine Beine nach oben in einen 90-Grad-Winkel. Du hältst die Bauchspannung, nimm die Beine nach oben, 90 Grad, Füße flex. Leg deine Handflächen auf die Oberschenkel, roll dich ein, schau zwischen den Beinen durch. Gib Druck und zische dabei. Genau, mach weiter. Noch zwei Atemzüge. Und Pause. Kurz durchschnaufen. Ja, dieses Zischen, da kommt man sich zum ersten Moment extrem bescheuert vor. Ich weiß, das ist wichtig. Durch dieses Zischen schaltest du wichtige, tiefliegende Bauchmuskelschichten ein, die bei den meisten Menschen schlafen. Durch Inaktivität, okay? Die schalten wir wieder ein durch das Zischen. Auf geht's. Beine nochmal nach oben nehmen. 90 Grad Winkel. Handflächen an die Oberschenkel drücken. Gib Druck über die Hände und Gegendruck über die Beine und zischen.